Der Weihnachtselfe verbringt die Sommerferien mit dem Lebkuchenmann. Was für ein tolles Paar! Der Sommer ist nicht die Saison des Weihnachtsmanns. Die Weihnachtstage sind vorbei. Er bekommt auch kaum noch Briefe von Kindern. Niemand braucht mich. Hör auf zu jammern. Zeit für eine neue Marketingkampagne. Die Mädchen langweilen sich im Sommer. Sollen wir Fernsehen? Ja, klar. Habt ihr die heißen Sommertage satt und ihr wollt Spaß haben? Hört auf, traurig zu sein. Ladet den Weihnachtsmann ein und wir machen im Sommer ein lustiges Weihnachtsfest. Ruft jetzt an. Verschiebt die Feiertage. Weihnachten im Sommer? Das ist eine total coole Idee. Wir rufen sofort an. Hallo. Hallo, Santa. Komm sofort vorbei. Ich bin schon auf dem Weg. Mach den Schlitten fertig. Weihnachten steht vor der Tür. Ho, 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 ho. Wow, das ging aber schnell. Okay, Mädels. Heiligabend findet heute statt. Das Wichtigste zuerst. Ihr müsst zum Sommer passen. Trägt sommerliche Weihnachtsoutfits. Genial. Wir brauchen nur noch Accessoires. Jetzt sind wir bereit für die Feiertage. Weihnachten ohne Geschenke am Kamin ist kein Weihnachten. Wir haben schon mal die Strümpfe. Hey, warum Strümpfe? Es ist Sommer. Jeder trägt Flipflops. Es gibt eine sommerliche Heiligabend-Tradition, die wir ausprobieren können. Hängende Flipflops mit Süßigkeiten vorm Kamin. Wir werden die Flipflops jetzt mit Snacks füllen. Santa, es gibt ein kleines Problem. Alle Süßigkeiten werden rausfallen. Oh, okay. Wir probieren was anderes aus. Crux. Yes! Da passen eine Menge Süßigkeiten rein. Und wir hängen Zuckerstangen an die Flipflops. Perfekt! Wow! Jeder kann surfen. Das ist total einfach. Ja, kein Wunder. Ein Weihnachtspicknick. Draußen ist es so heiß, dass das Eis im Glas überhaupt nicht hilft. Zeit für Weihnachtseis. Aber das sind leere Waffelhörnchen. What? Ist dieses Eis unsichtbar? Hm? Nein. Der Weihnachtsmann ist ein Zauberer. Seine Mütze ist die beste Eisfabrik. Guten Appetit! Weihnachten im Sommer zu feiern, macht richtig viel Spaß. Im Sommer schmücken wir eine Palme und keine Tanne. Wir legen einen Seestern auf eine Palme. Die Stimmung ist so festlich. Jetzt müssen wir nur noch Geschenke unter die Palme legen. Nein, nein, nein! Es gibt einen besseren Ort für Sommergeschenke. Sind alle Geschenke von der Liste hier? Der Sack ist voller Geschenke.
Super, danke für eure Hilfe. Der Weihnachtsmann macht sich an die Arbeit. Ich gehe tauchen. Im Sommer können wir Geschenke nicht unter einem Baum, sondern auch im Wasser verstecken. Auf diese Weise werden sie nicht zu früh geöffnet. Santa, geht's dir gut? Wo bist du? Mädels, beruhigt euch. Der Weihnachtsmann ertrinkt schon nicht. Ich liebe es, mich am Pool zu bräunen. Ich benutze immer Sonnencreme. Je mehr, desto besser. Mein Getränk ist leer. Zeit für ein neues Getränk. Oh, eine freie Liege. Oh, ist das rutschig. Wow, das ist sogar besser als eine Rutsche. Wahnsinn. Der Sommer ist eine schöne Zeit zum Grillen. Die Weihnachtssteaks des Weihnachtsmanns sehen aus wie Weihnachtsbäume. Das ist ein toller Ersatz für Weihnachtsplätzchen. Wir können auch im Sommer rodeln. Der Sand reicht auch aus. Aber für manche Leute wird es schwierig. Santa, deine armen Rentiere. Beim Weihnachtspicknick im Sommer können wir eine Wassermelone essen, was wir im Winter natürlich nicht machen. Mädels, warum esst ihr nur eine normale Wassermelone? Ihr könnt doch ein leckeres Getränk draus machen. Oh! Ich präsentiere mein neues Getränk, die eisige Wassermelone. Wow. Probiert mal. Oh, heiliger Elf! Diese Wassermelone ist so kalt, dass ich Hirnfrost bekomme. Oh je. Probier stattdessen heißen Tee. Danke, Elf. Oh, es ist so heiß. Hilfe! Ich schmelze. Beeil dich. Wir müssen den Weihnachtsmann abkühlen. Ein Planschbecken mit Eis ist eine perfekte Abkühlung. So ist es viel besser. Danke, Mädels. Lasst uns eine Schneeballschlacht machen. Wasserballons sind eine großartige Alternative. Die Schlacht beginnt. Los, fangt die Ballons ab. Kaltes Wasser ist genau das Richtige an einem heißen Sommertag. Oh. Das hat total viel Spaß gemacht. Frohen Sommer. Hat gesagt, dass man nur im Winter Schneeengel machen kann. Unsere Sandengel sind genauso gut. Und es ist schön angenehm im Sand.
Wie fandet ihr unsere Weihnachtsfeier im Sommer? Schreibt uns, wie ihr feiern würdet. Würdet ihr eine Palme schmücken, am Strand surfen oder Geschenke in einem Pool verstecken? Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.